Name ist Ramon. Der Name kommt aus Spanien und bedeutet Beschützer. Majid al-Din, das ist ein arabischer Name. Mein Name ist Mehari Measho, ich komme aus Eritrea. Mein Name ist Dietmar, so heiße ich seit 79 Jahren und ich bin eben mit dem Namen vollkommen zufrieden. Mein Name ist Waldemar und mein Name kommt aus Polen. Mein Name ist Beza, es kommt aus dem Arabischen. Ich heiße Mohammed Mohammed, ich komme aus Syrien. Ich heiße Mohammed und ich komme aus Syrien. Mit ihrem Namen Mohammed liegen die beiden voll im Trend. Er ist der beliebteste junge Name der Welt. Auch die Bremer haben ihn 2017 zu ihrem Favoriten gemacht. In all seinen Schreibweisen. Von den 5.317 im vergangenen Jahr in Bremen geborenen Jungen heißen 83 Mohammed. Das reicht für Platz 1 der beliebtesten Namen. Gleichauf mit Leon. Ein Trend, der mutmaßlich auch mit der Zuwanderung zu tun hat. Aber was bedeutet der Name eigentlich? Mohammed ist in arabischen Familien ein sehr verbreiteter Name. Da gibt es auch nicht sehr viel zu erklären. Mohammed heißt der Gepriesene und geht zurück auf den Propheten des Islam, Mohammed, der im 6., 7. Jahrhundert gelebt hat. Und das können jetzt religiöse und nicht religiöse Familien gleichermaßen sein, die diesen Namen benutzen. Er ist einfach sehr verbreitet und sehr beliebt. Beliebte weibliche arabische Namen sind übrigens Aisha und Fatima. Auch Mohammed. Vielleicht werden sich diese Namen irgendwann einreihen in die vielen ausländischen Namen, die wir eh schon jeden Tag verwenden. Wie zum Beispiel Luca, Kevin oder Lasse.